Hallo zusammen und damit begrüße ich euch recht herzlich zur zweiten Bilderserie. Letztes Mal schauten wir uns gemeinsam die Globuswerke hier in Leipzig an. Solltet ihr diese Folge verpasst haben, dann schaut unbedingt mal auf unseren Kanal, denn das Video war nicht nur recht anschaulich, sondern barg auch einiges an Informationen. Nun soll es aber hier weitergehen. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig. Und wie ihr bereits lesen konntet, zeige ich euch heute die einstige Dampfreinigungsanstalt von Karl Hermann Kabel. Das Objekt war schon damals ziemlich mitgenommen und durch ein Feuer schwer beschädigt. Rückblickend wären auch ein paar Videos möglich gewesen, aber nun ist es so, wie es ist. Die hier gezeigte Anlage entstand wohl 1898 in der heutigen Rudolf-Krahl-Straße 5, welche bis 1951 noch Burgstraße hieß. Diese war im nordwestlichen Chemnitz zu finden und wurde von den Gebrüdern Kabel betrieben. Zu dieser Zeit konkurrierte man mit der ebenfalls in Chemnitz angesiedelten chemischen Reinigung von Karl Bob. Es gab zahlreiche Zweigstellen und Annahmestellen, wo man seine Wäsche abgeben und auch wiederholen konnte. Übrigens war Kabels Dampfreinigung im Vergleich zu Bobs chemischer Reinigung nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch ressourcen- und textilschonender sowie ein Stück weit günstiger für den Endverbraucher. Während Bobs chemische Reinigung nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand, wurde Kabels Dampfreinigung wohl nicht wirklich verstaatlicht. Zwar wurde ein Teil der Fabrikgebäude vom VEB Zahnschneidefabrik Modul Karl-Marx-Stadt als Härterei verwendet, der Rest blieb wohl aber in familiären Händen und in ursprünglicher Nutzung, zumindest bis 1981, damaliger Betriebsleiter Werner Kabel höchstpersönlich. Die Firma lief vermutlich bis zum Ende der DDR unter dem Namen Mercerisieranstalt Gebrüder Kabel. Wer der zweite Bruder im Bunde war, fand ich leider nicht heraus. Vielleicht kennt ja jemand von euch diese alte Anlage und hat auch einige Informationen dazu, die er vielleicht mit uns teilen kann. Dafür danken wir euch. Vielleicht wurde die Anstalt auch auf den letzten Metern noch irgendwo in Richtung VEB angegliedert, aber dazu fand ich leider keine Informationen. Vermutlich war aufgrund des nicht mehr zeitgemäßen Zustandes der gesamten Anlage mit Beginn der 90er Jahre und dem Ende der DDR Schluss mit lustig. Ein Bereich der Fabrikanlage sah allerdings so aus, als hätte man doch noch irgendwie Unternehmungen angestrebt, was aus dem alten Gemäuer zu machen, aber das blieb wohl dann auch auf der Strecke. Es folgte Vergessen, Verfall, Vandalismus, illegale Müllentsorgung und schlussendlich im Mai 2018 ein schweres Feuer, der die Feuerwehr Chemnitz 2 Tage in Atem hielt. Hinter der Fabrik führten übrigens Gleise entlang, nur durch diese bin ich auch auf diese kleine Fabrik hier gestoßen. Eine Verbindung zur Dampfreinigungsanstalt gab es aber nie, zumindest las ich das so. Als man 2019 diese Schienen entfernte, verschwanden gleichzeitig die ruinösen Überreste der hier gezeigten Dampfreinigungsanstalt Kabel. Ein Denkmalschutz war wohl nie vorhanden. In einem Blog las ich, dass die Substanz der Anlage schon Anfang der 90er so schlecht gewesen sei, dass man davon absah, das Objekt noch unter Denkmalschutz zu stellen. Aber ob das auch damals schon so der reguläre Werdegang war, halte ich für fragwürdig.
Wie auch immer, heute steht davon leider nichts mehr, obwohl man bestimmt, wenn man zeitnah investiert hätte, das Gebäude auch hätte retten können. Allerdings hatte Chemnitz in den 90er Jahren genügend andere Probleme. Vor Ort gab es durch das Feuer nicht mehr allzu viel zu sehen, nur das Hauptgebäude hatte seinen typischen industriellen Charme nicht verloren. Ein leider typisches Beispiel für Industriezerfall, wie es einfach zu oft vorkam und eigentlich anders hätte laufen müssen. Ich verabschiede mich jetzt von dieser Bilderserie und hoffe, euch hat diese kurze Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es nicht schon getan habt, dann abonniert uns doch gerne, um in Zukunft keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, bis bald und ciao.